Bisschen Spannung. So, like Bicep Femoris funktioniert mit Fibularis Longus. Mhm. Das hier, das ist kann ich manchmal mit dem rechte Seite spannen. Okay. Ja. Und ansonsten natürlich Rücken, Check-up und so, dass du alles gut ist. Boah, da hat man einen Fächer. Nochmal so eine gute Generalprobe vorher und bin da ein bisschen zu langsam die ersten 200 angegangen, deswegen weiß ich jetzt, okay, ich muss auf jeden Fall vorne ein bisschen schneller laufen. Ich muss auf jeden Fall als Erste rein und dann passt es auf jeden Fall. Mal gucken, ich bin echt gespannt, auch auf die Zeit dann morgen und so, jetzt wird, ich freue mich richtig drauf. Top. Perfekt, vielen, vielen Dank. Fuck boys, baby, keep it. Heute steht der Vorlauf an. Ich hoffe, dass alles glatt läuft und ich mich gut fürs Finale qualifizieren kann. Ich bin jetzt ehrlich gesagt auch selber ein bisschen gespannt, was gleich passiert, weil ich dieses Jahr nicht wirklich eine Hallensaison gemacht habe und deswegen, ja, mal schauen, wo ich jetzt gleich rauskomme. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Ich fühle mich, wie gesagt, ready und ja, ich will auch, dass es im Vorlauf jetzt eigentlich schon eine schnelle Zeit wird. Okay, der Vorlauf ist geschafft. Es lief so semi, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß aber, was ich morgen besser machen muss. Ich muss auf jeden Fall schneller anrennen. Da dachte ich, dass ich auf jeden Fall schon ein bisschen schneller unterwegs bin, aber das habe ich wohl falsch eingeschätzt. Ja, ist immer auch ein bisschen schwer zu sagen, aber morgen ist sowieso all out. Da gibt es keinen Kräftesparen oder irgendwas. Und dann hoffe ich, dass es morgen auf jeden Fall unter 53 wird und da bin ich mir eigentlich auch sicher, weil ich weiß, dass ich gut drauf bin und dann schauen wir mal, was das für eine Platzierung morgen wird. Ich bin auf jeden Fall schon mal froh, weil wir sind eigentlich alle recht gut gerannt, alle Mädels und für vor allem jetzt die Bahamas, also für die Staffelweltmeisterschaften, wo wir uns dann auch für Paris, also die Olympischen Spiele qualifizieren, ja, brauchen wir einige fitte Mädels, deswegen, ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen, es geht für uns alle in die richtige Richtung. Ich bin jetzt auch im Lymphomaten. Erhol mich jetzt noch, habe gerade schon Wechselduschen gemacht und jetzt gleich gehen wir mit dem Team noch was essen und dann gehe ich eigentlich nur noch schlafen und dann ist morgen schon Go-Time. Es ist Finaltag und ja, heute steht das 400 Meter Finale an und danach auch noch die 4x200 Meter Staffel. Auf die freue ich mich ehrlich gesagt besonders, weil gerade Staffellauf ist einfach immer so geil und ja, wir sind auf jeden Fall auch sehr gut besetzt, deswegen laufen wir auf jeden Fall auch um die Medaillen mit. Wir haben Wechsel leider nicht geübt, weil ich leider noch beim Wettkampf war und das nicht mitmachen konnte, deswegen hoffe ich, dass da alles passt. Aber als erstes steht jetzt erstmal der 400 Meter Finallauf an. Ich werde auf jeden Fall heute mutig angehen und dann gucken, wo ich am Ende rauskomme. Und ja, ich habe auf jeden Fall richtig Bock,
und bin gespannt, wie das jetzt dann gleich wird. Ich fahre jetzt rein und ja, dann geht sowieso alles super schnell, mache mich warm und dann stehe ich schon an der Startlinie. Nur einen Plan, ne? Ich muss vorne rein. Ich werde mich jetzt nicht abrackern, aber ich werde schon alles machen, um vorne nach vorne zu kommen. Du musst halt drüben auf jeden Fall auf der Gegengeraden Pace machen. Ja. Ich habe halt gestern die ersten 100 Druck gemacht und habe dann gechillt. Ja, weil ich gemerkt habe, ich bin vorne, es passt. So, ich bin schon schnell, aber anscheinend war es ja doch nicht schnell genug, hat man ja dann gesehen. Und ich glaube, ich kann 24-50, also es geht ja auf jeden Fall. Ja, und dann musst du halt deine Stärke und dann nicht in so einen Kampfmodus reinkommen, sondern locker weiterlaufen wirklich und halt auch das Gefühl haben, und ich meine, du weißt, du kannst 37,4 laufen, das hast du jetzt nachgewiesen, und ich sag mal, hinten dann aus der Kurve, durch die Kurve durch, das geht halt auch immer nochmal. Ja. Also finde ich gut, weil das ist definitiv eine Kampfansage. Alles klar? Ja. Ich bin ehrlich gesagt schon einigermaßen happy. Klar habe ich mir vorgenommen zu gewinnen. Sollte heute einfach noch nicht sein. Ich habe alles versucht. Ich habe den Plan umgesetzt. Ich wollte als Erste rein. Das ist mir gelungen. Und hinten raus hat es jetzt einfach noch so ein bisschen gefehlt. Und da bin ich mir sicher, dass es dann aber noch mit dem gewissen Training draußen dann auf jeden Fall noch klappt und besser wird. Und ich weiß, ich bin nicht die geborene Hallenläuferin. Das werde ich auch nie sein. Deswegen bin ich aber trotzdem happy, dass es jetzt mir trotzdem gut gelungen ist heute und unter 53 geblieben bin auch. Und ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, ich habe nämlich gleich Staffel. Und da hoffe ich, dass wir auf jeden Fall auch nochmal um die Medaillen mitmischen. Wir haben die Wechsel nicht geübt, weil ich die ganze Woche unterwegs war und nicht da war, weil ich auf Wettkämpfe war. Und deswegen hoffe ich, das klappt alles. Und ja, ich freue mich riesig. Let's go. Sind sie unterwegs, erster Zeitanlauf, 4x200 Meter der Frauen, und übergibt hier als Erste
auf Alisa Schmidt ins Rennen führt und jetzt auch als Erste auf der Gegengerade einkehren darf mit ordentlich Abstand. Vorne sind es die Berlinerin, die da ungefährdet im Bild, ganz ungefährdet läuft sie hier da dem Ziel entgegen, lässt da gar nichts anbrennen. Wir notieren natürlich die Zeit 1:45 Gold im vergangenen Jahr. Aber das war der Siegerschrei der Berlinerin Nitzka Dichir und Alisa Schmitz.